Ich heiße Irfan Jure. Ich bin 70 Jahre alt. Seit 33 Jahren lebe ich in Deutschland. Erst März 1989 hierher gekommen. Ich bin vom Beruf Journalist und Übersetzer. Ich bin hierher gekommen, weil ich in der Türkei zu einer Haftstrafe etwa 20 Jahre verurteilt war. Und vorher war ich auch im Gefängnis 3 Jahre lang. Wenn ich da geblieben wäre, müsste ich wieder ins Gefängnis zurückgehen und meine Restestrafe zu verbüßen. Aus politischen Gründen bin ich hier durch illegalen Wege gekommen. Illegalen Wege bedeutet eigentlich ganz legale Mittel, aber mit gefälschtem Pass. Ich wurde in einem kleinen Ort am Schwarzen Meerküste geboren. Ein Sohn eines Pädagogs, ein Schulinspektors. Und nach dem Abschluss der Grundschule habe ich 6 Jahre lang im Internat Schule besucht und in anderer Stadt. Erstmal habe ich eine größere Stadt in der Türkei nach dem Abschluss des Gymnasiums gesehen. Das war Ankara. Ich bin in Ankara gekommen, dort zu studieren. Erst französische Sprache und Literatur. Dann habe ich gewechselt in kürzester Zeit in einer amerikanischen Uni Mathematik, Informatik zu studieren. Aber damaligen Zeit, das heißt 1969 und 1970er Jahre, wie alle anderen Länder der Welt, gab es auch eine Studentenbewegung, eine Protestbewegung, eine Friedensbewegung. Und besonders war aktuell Vietnamkrieg. In kürzester Zeit war ich aktiv in der Studentenbewegung, habe ich mich dort gefunden. Damaligen Zeit heißt diese Bewegung mit dem Namen Devgenç oder Revolutionäre Jugend genannt. Ich war an der Uni im Vorstand dieser Organisation, Jugendorganisation. Aber 1971 türkische Armee einen Putsch oder Halbputsch gemacht und dann zivile Regierung beiseite gestellt. Und in diesem Zeitraum wurden alle linke demokratische Kräfte verfolgt, gefoltert und getötet, viele. Und auch gleichzeitig aus dieser Jugendbewegung, aus den gewerkschaftlichen Lehrer- oder Arbeiterbewegung, militante Organisationen entstanden. Die haben gegen den Staat bewaffnete Kampf angesagt. Zwischen 75 bis 80 entstanden viele linke sozialistische Bewegungen in der Türkei. Die Armee hat das ausgenutzt und dann zweiter Militärputsch 12. September 1980 verwirklicht. Aber in diesem Zeitraum war ich auch aktiv in der Bewegung. Ich gehörte auch einer sozialistischen Bewegung, Organisation. Und ich war auch einer der Verantwortlichen. Ja, nach dem Militärputsch wurde ich verhaftet. 5 Jahre oder mehr als 5 Jahre lang war ich im Untergrund. Ich bin unter einem Decknamen mit gefälschten Dokumenten gelebt. Meine Bekannte, meine Freunde,
mehrheitlich in Deutschland waren. Deswegen habe ich selber, nicht aber meine, mit Absprache meinen Genossen, bin ich nach Deutschland gekommen. Und in kürzester Zeit habe ich Deutsch gelernt, meine Sachen selbst zu weiterführen, verfolgen kann. Ein Kurs über Arbeitsamt besucht, danach selber viel gelesen, Deutschkurse besucht. Dann habe ich eine Stelle bei der Diakonie, Diakonisches Werk, als Flüchtlings- und Ausländerberater in Schleswig-Holstein gefunden, 2 Jahre dort gearbeitet. Ich habe in dieser Zeit habe ich Möglichkeit gehabt, mit den Leuten begegnen, nicht nur aus der Türkei, sondern aus verschiedenen Ländern. Und das war eine gute Erfahrung für mich, mehr Menschen kennenlernen, verschiedene Kulturen begegnen. Dann nach diesem Vertragsende habe ich angefangen als Dolmetscher, Übersetzer bei den verschiedenen Büros zu arbeiten. Dann gleichzeitig habe ich angefangen, an der Uni wieder etwas zu studieren, Volkswirtschaft studieren. 2 Jahre habe ich studiert, danach abgebrochen, weil in diesem Zeitraum hatte ich auch so meine deutsche Kenntnisse verbessert und ich habe als vereidigter Übersetzer, Dolmetscher anerkannt wurde. Und seitdem bin ich erst Türkisch, Türkisch-Deutsch, dann Englisch auch vereidigt. Und, aber als Journalist war ich auch immer tätig für die linke Zeitungen in der Türkei und auch hier viel geschrieben. Als Kolumnist viele Jahre besonders für die kurdische Bewegung veröffentlichte Zeitungen, herausgegebene Zeitungen geschrieben. Und auch als Journalist wieder bei den Fernsehsender, meistens in Brüssel, Türkisch und Kurdisch, aber ich kann kein Kurdisch, nur türkische Sendungen war ich beteiligt. Dort als nicht nur Berichterstatter, sondern die Entwicklungen zu kommentieren, am Podiumdiskussion diskutieren und so weiter. Natürlich in diesem Zeitraum, 33 Jahre lang, habe ich nicht vergessen, woher ich hier gekommen bin, aus welchem Grund. Deswegen habe ich meine politische, soziale, kulturelle Stellung nicht geändert. Ich habe mit meinen Beziehungen zur Türkei nicht abgebrochen, aber jetzt Deutschland ist mein Lebensort und ich habe letztes Mal 2015 die Türkei besucht, meine Mutter besucht. Ich habe auch überlegt, ob ich da bleiben kann und dann in der sozialen und politischen Bewegung nützlich sein kann. Ich habe mich gefragt. Natürlich unterstütze demokratische, sozialistische Bewegungen dort. Aber wenn man so lange aus einem Land so fern bleibt, nur draußen, dann habe ich mir gedacht, ja, dann hier da bleiben kann ich nicht viel helfen oder mitwirken, sondern wieder Deutschland, wie weiter, wo ich lebe. Ich bin hier mit meiner politischen Aktivitäten, mit meinem sozialen Leben, mit meinem kulturellen Kreis zufrieden. Zurzeit Nation spielt natürlich in der Welt viel große Rolle, aber persönlich mich nur interessiert Nation oder kulturelle Unterschiede aus der Perspektive von Unterdrückten und Ausgebeuteten. Hauptsache
diese Ungleichheit, diese Ausbeutung, diese unmenschliche, unhumane Bedingungen zu beendigen. Und dafür bin ich hier, egal in Deutschland oder in der Türkei oder in Kurdistan oder in Armenien, aus der Seite hier. Ich fühle mich mit meiner Haltung zufrieden. Und ich werde auch so weitermachen.